In diesem Video soll es um die Regieführung bei Hörspielproduktionen gehen. Dazu teile ich mit euch meine Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe, gebe euch einige Tipps und möchte auch ein paar Fragen aus der Community beantworten. Wenn euch das interessiert, entspannt euch, lehnt euch zurück und einfach dranbleiben. Glück auf und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Daniel von meinem Ohrenkino und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. In diesem Video soll es, wie gesagt, einmal um die Regieführung bei Hörspielproduktionen gehen. Das Thema ist nicht ganz so einfach zu erklären, weil Regieführung ein individueller Prozess ist, den jeder anders macht, aber es gibt so ein paar grundlegende Dinge, wo ich meine, die ich euch mitteilen kann, und darum soll es in diesem Video auf jeden Fall gehen. Fangen wir aber jetzt mit dem Grundsätzlichen an. Was ist eigentlich Regie? Die Regie ist verantwortlich für die komplette Inszenierung einer Hörspielproduktion. Das bedeutet, sie muss sich auch darum kümmern, wer gecastet wird, muss die Kommunikation aufrechterhalten mit dem gesamten Produktionsteam und ist natürlich auch für die dramaturgische Bearbeitung in einer Hörspielproduktion zuständig. Das bedeutet also, man hat eine ganze Menge zu tun und man sollte wirklich darauf achten, wenn man seine allererste Hörspielproduktion macht, dass man wirklich gewissenhaft jemanden auswählt, der diese ganzen Sachen einfach auch leisten kann und leisten möchte. Damit das von Anfang an klar ist, der Autor ist nicht zwingend der Regisseur und umgekehrt bei einem Hörspielskript. Es kann aber sein, dass der Autor auch die Regie übernimmt oder dass der Regisseur auch gleichzeitig der Autor ist. Es bedeutet aber nicht, dass es zwangsläufig so ist. Es ist nur ein kleiner Unterschied, aber ich wollte eigentlich das nochmal auf jeden Fall klarstellen. Dann gibt es noch eine kleine Trennung, die wir machen müssen, und zwar gibt es in dem Skript immer eine Regieanweisung. Diese Anweisung stammt aber nicht von dem Regisseur, sondern in erster Linie von dem Autor, der dem Cutter und dem Regisseur einfach mitteilen möchte, was er sich von dieser Szene erhofft. Das bedeutet eben auch, dass der Regisseur die Regieanweisung interpretieren muss und natürlich das an die Cast weitergeben muss. Gehen wir aber jetzt ein bisschen tiefer in die Materie. Was muss die Regie denn konkret Konkret. Grundsätzlich würde ich sagen, dass eigentlich jeder Regie führen kann, aber dazu gehört eben auch ein gewisses Maß an Verantwortung, Disziplin und Überblick über das gesamte Projekt. Deswegen, wie gesagt, wählt diese Person wirklich mit Bedacht aus. Eine der wichtigsten Fähigkeiten oder zumindest einer der wichtigsten Dinge, die die Regie können muss bzw. wissen muss, ist, sie muss natürlich das Skript gut kennen. Sie muss die Figuren in dem Skript kennen und sie muss auch dessen Motivation und Eigenschaften kennen. Ihr werdet später sehen, dass es relativ wichtig ist, wenn man Regieanweisungen gibt, dass man wirklich mit dem Skript vertraut ist. Deswegen halte ich es auch für sehr wichtig, dass der Regisseur auf jeden Fall eine aktive Kommunikation mit dem Autoren hält, damit er wirklich in der Lage ist, das zu interpretieren, was der Autor auch wirklich möchte. Als nächstes muss die Regie natürlich auch eine ganz klare Vorstellung haben von der Inszenierung. Das bedeutet, dass man die Inszenierung oder die Vorstellung davon nicht während des Erschaffungsprozesses machen sollte, sondern es muss ihm vorher schon oder es muss ihm von vornherein klar sein, was der Regisseur mit der Inszenierung anstellen möchte. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, werdet ihr auch später sehen, dass es von Vorteil ist, wenn die Regie einfach ganz klar weiß, wo die Fahrt hingehen soll. Genauso ist es wichtig, dass die Regie auch exakt klare Anweisungen geben kann, damit das Ensemble entsprechend weiß, was zu tun ist. Ihr müsst ja davon ausgehen, ihr habt es nicht mit Profis zu tun, sondern das sind alles Leute, die das aus Spaß machen. Es sind Laiensprecher, es sind vielleicht Leute, die schon mal Theater gespielt haben, aber eben keine Profis. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass die Regie genau weiß, was sie möchte und das entsprechend auch den Ensemble einfach mitteilen kann und denen erklären kann, was zu tun ist, weil ihr werdet sehen, die Cast ist auf jeden Fall auf Hilfe angewiesen, wenn es darum geht, zu Schauspielern. Dann ist natürlich auch so eine gewisse Sensibilität gefragt, wenn man merkt, dass der Sprecher oder Sprecherin eine Szene nicht ganz so gut hinbekommt, weil vielleicht das Talent fehlt, weil vielleicht auch der Mut fehlt zu Schauspielern. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man in der Regie eben auch weiß, damit umzugehen und die Leute so ein bisschen fördern kann und auch motivieren kann, dass sie sich vielleicht auch trauen, eine Rolle wirklich gut zu spielen. Deswegen ein bisschen sensibel auf die einzelnen Sprecher und Sprecherinnen eingehen, halte ich auch für relativ wichtig.
dann finde ich es immer gut, wenn man das Ensemble oder die Cast einfach ein bisschen in den Prozess mit einschließt, wenn man eben die Aufnahmen gestaltet. Ich finde es eigentlich immer ganz angenehm, wenn man den anderen zuhört. Vielleicht hat er ja eine ganz gute Idee und dann, dass man vielleicht die Rolle so zusammen noch ein bisschen erweitert oder vielleicht ein bisschen vertieft. Deswegen finde ich, dass eine Regie nie das Ensemble irgendwie ausschließen muss, sondern einfach darauf hören sollte, was das Ensemble mir anbietet. Es ist unheimlich schwierig, eine Regie oder die Regieführung so zusammenzufassen und daraus so eine Formel oder ein Rezept zu erstellen. Ich glaube, dass Regieführen wirklich auch etwas Individuelles ist, wo jeder seinen eigenen Stil hat. Deswegen möchte ich hier nochmal betonen, was ich euch in diesem Video erzähle, sind ausschließlich meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, und das sind meine Tipps, die ich euch gebe. Wenn ihr das anders seht oder wenn ihr das anders macht, heißt es nicht sofort, das ist falsch, sondern ihr macht es eben anders. Deswegen, Regie führen ist einfach ein individueller Prozess, den man nicht einfach so in einem Satz erklären kann. Das nächste, was ich mit euch gerne besprechen würde, wäre die unterschiedlichen Aufnahmesituationen, welche Vor- und Nachteile es hat und natürlich auch, welche individuelle Anforderungen es an die Regie hat. Fangen wir erst einmal mit den Vorteilen an, die eine Gruppenaufnahme mit sich bringt. Der allererste Vorteil ist natürlich, dass ihr terminlich alle einen Termin habt, zu dem ihr kommen könnt, und ihr könnt die Aufnahmen quasi alle an einem Tag machen. Der Vorteil ist ganz einfach, ihr spart euch ein bisschen Zeit, weil ihr nicht mit jedem einzelnen Termin absprechen muss, ja, du kommst morgen, du kommst übermorgen und der andere hat übermorgen aber keine Zeit. Deswegen ein Termin für alle und eine Aufnahmesession. Das nächste wäre natürlich, wenn ihr in einer Gruppe aufnehmt, habt ihr natürlich sofort den Gegenpart von eurem Dialog. Das heißt, wenn ihr sprecht, ist da eine gewisse Dynamik drin. Es könnte auch eine gewisse Natürlichkeit kommen, wenn man einfach wirklich einen Dialog mit einem wirklichen, realen Gegenüber führt und nicht einfach nur mit dem Skript. Dazu werde ich euch später aber auf jeden Fall noch ein bisschen mehr erzählen. Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, von Vorteil, wenn man mit anderen, und gerade als wenn man Laie ist, mit anderen sofort interagieren kann. Deswegen glaube ich auch, dass wenn man in der Gruppe aufnimmt, dass es für den Laien vielleicht erst einmal leichter ist, in seine Rolle reinzukommen, weil man, wie gesagt, diese Dynamik der Gruppe hat und wirklich besser interagieren kann. Natürlich hat so eine Gruppenaufnahme auch allerlei Nachteile. Der erste große Nachteil für mich als beispielsweise Regisseur wäre, ich müsste die gesamte Gruppe immer im Blick haben und kontrollieren und muss wirklich auf jeden achten können. Und in der Gruppe ist es natürlich immer etwas komplizierter, als wenn ich jeden in einer Einzelaufnahme hätte. Das bedeutet eben auch, dass die Konzentration, die ich investieren muss, einfach irgendwann schneller erschöpft sein könnte, wenn sich so eine Session zum Beispiel über 2-3 Stunden hält. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, weil ihr müsst euch vorstellen, es sind alles Laiendarsteller, da klappt nicht alles sofort beim ersten Mal. Das heißt, auch das Ganze ist zeitaufwendig. Je länger so etwas dauert, desto schneller lässt auch einfach die Konzentration nach. Genauso ist es natürlich bei der Cast. Je länger so eine Session dauert, desto schneller lässt einfach die Konzentration nach. Und ich kann euch sagen, 2-3 Stunden Aufnahme, das ist schon echt wirklich ein... Das ist schon recht happig und da kann es einfach sein, dass man einfach am Ende einfach ein unzufriedenes Ergebnis hat. Gerade weil man eben nicht sofort alles beim ersten Mal richtig macht. Das Ganze erfordert natürlich auch eine höhere Disziplin. Wenn man in einer Gruppe ist, ist natürlich auch eine gewisse Art von Ablenkung da. Das heißt, man muss wirklich auch fokussiert arbeiten. Das gilt auch für die Regie. Und man darf sich nicht ganz so leicht ablenken. Vielleicht macht mal einer ein Witzchen, wo man dann hängen bleibt. Und man muss erst wieder dann wirklich in diese Rolle finden. Das wäre zum Beispiel bei der Einzelaufnahme nicht ganz so schlimm. Da gibt es natürlich auch eine Disziplin, die man einfach haben muss. Aber ich glaube, bei der Gruppenaufnahme ist es nochmal, der Disziplinanteil ist da auf jeden Fall deutlich höher. Und wie gesagt, unterschätzt auf jeden Fall nicht die Aufnahmezeit, wenn ihr da mehrere Stunden unterwegs seid. Das kann wirklich sehr anstrengend sein und man sollte sich dann vielleicht doch überlegen, ob man nicht dann vielleicht doch noch einen zweiten Termin nimmt, wo man wirklich sagen kann, man geht wieder frisch ans Werk, wo die Regie wirklich auch wieder voll konzentriert ist und einfach die Gruppe auch besser anleiten kann.
Dann wäre auch noch ein Punkt, je nachdem wie ihr aufnimmt, bei der Gruppenaufnahme kann es sein, dass ihr einen technisch höheren Aufwand haben müsst. Entweder habt ihr nur ein Mikrofon zur Verfügung, das heißt, es müsste rumgereicht werden, was nicht optimal ist, oder ihr habt für jeden ein separates Mikro. Dann müsst ihr natürlich auch diese Audioquelle separat aufnehmen, das heißt, ihr müsst auf jeden Fall ein Mischpult haben, was natürlich wieder ein bisschen Kosten verursacht. Technisch gesehen etwas komplizierter oder aufwendiger, als wenn ihr zum Beispiel einfach jemanden in der Einzelaufnahme aufnehmen würdet. Kommen wir jetzt zu den Einzelaufnahmen. Der erste Vorteil für mich, wenn ich zum Beispiel Regie führen würde, wäre natürlich, ich kann mich besser auf eine Figur und auf eine Sprecher oder Sprecherin konzentrieren und kann entsprechend auch mit der Person zusammenarbeiten. Ich könnte sofort eingreifen, wenn ich merke, ah, das ist nicht so ganz gut. Ich habe mehr Zeit, das zu erklären, weil man einfach so in einer Einzelaufnahme intensiver zusammenarbeiten kann. Dann ist es auch so, dass nach meiner Erfahrung die Einzelaufnahmen nicht ganz so lange dauern wie in eine Gruppenaufnahme, einfach weil man zielgerichteter und fokussierter arbeiten kann, weil man, wie gesagt, man hat es nur mit einer Person zu tun, auf die man reagieren muss oder die man anleiten muss, und das geht nach meiner Erfahrung einfach deutlich schneller, als wenn man eine große Gruppe hat. Dann kommt natürlich hinzu, dass der technische Aufwand nicht ganz so hoch ist wie bei der Gruppenaufnahme. Streng genommen braucht ihr nur ein Mikro und ein Laptop und dann könnt ihr die Aufnahme starten. Und ihr müsst nicht zwingend ein Mischpult haben, wo ihr verschiedene Aufnahmequellen einfach separieren könnt, sondern ihr habt ganz einfach ein Mikro und einen Computer und könnt dann im Prinzip schon starten. Zu den Nachteilen bei den Einzelaufnahmen ist natürlich, kommt wieder der Zeitfaktor ins Spiel. Ihr müsst natürlich mit jedem separate Termine machen. Der Zeitaufwand ist auch deutlich höher, wenn ihr Einzelaufnahmen macht, weil ihr mit jedem separat einen Termin absprechen müsst, der muss Zeit haben und so weiter. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine Sache, die man auch langfristiger planen muss, wenn ihr die Einzelaufnahmen mit mehreren Sprechern oder mit der ganzen Cast machen wollt. Dann ist natürlich ein großer Nachteil, dass ihr nicht auf eine reale Person im Dialog interagieren könnt in der Einzelaufnahme. Ihr braucht entweder den Regisseur, der quasi den Gegenpart vorliest, oder ihr verlasst euch eben auf eure Fähigkeiten, auf eure Intuition, um diesen Part richtig einzusprechen. Aber es ist auch natürlich schauspielerisch eine größere Herausforderung, wenn ihr einfach, ich sag mal so, aus dem Nichts agieren müsst. Und es ist einfacher, wenn euch das Gegenüber etwas sagt und ihr darauf reagiert. Könnt. Deswegen ist es hier in der Einzelaufnahme von der Regie deutlich schwieriger, die Cast zu motivieren, weil einfach der Gegenpart fehlt. Und wie gesagt, wir sind ja alles Laien. Wir sind sowieso auf die Hilfe angewiesen und der Regisseur muss hier auf jeden Fall deutlich mehr Arbeit und fokussierter arbeiten, als das bei der Gruppenaufnahme vielleicht tun müsste. Man muss, wenn man Einzelaufnahmen hat und später den Dialog zusammensetzt aus allen Einzelaufnahmen, muss die Regie natürlich trotzdem immer den kompletten Dialog oder die komplette Szene im Kopf haben und sie muss immer genau wissen, ach, wie hat der das denn gespielt oder wie hat sie das gespielt, und er muss entsprechend die Cast anleiten. Deswegen ist es unheimlich wichtig, wie ich zu Beginn ja schon sagte, dass die Regie auf jeden Fall das Skript genau kennt, dass sie die Figuren genau kennt und dass sie auch deren Motivation und Eigenschaften kennt. Und das alles muss dann in die Anleitung der Cast mit einfließen. Ihr seht also, auch diese Aufnahmesituationen bieten Vor- und Nachteile, und es ist aber nie ganz einfach für die Regie, und es ist immer, dass man viel Verantwortung und viel im Überblick haben muss. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass ihr, wenn ihr mit mehreren zusammen ein Hörspiel produziert, wirklich jemanden auswählt, der die ganzen Sachen auch wirklich leisten kann und auch Lust dazu hat, das zu machen, weil es bringt ja nichts, wenn ich das zwar könnte, aber eigentlich überhaupt keinen Bock darauf hätte. Deswegen sprecht einfach in eurem Team, wer da Lust zu hätte, und versucht wirklich herauszufinden, ob derjenige auch wirklich in der Lage ist, das zu leisten. Ich habe im Intro ja auch erwähnt, dass ich Fragen aus der Community beantworten möchte. Der Hintergrund dazu ist, dass ich von Marius eine E-Mail erhalten habe, wo er mir einfach sein Hörspiel vorgestellt haben, was sie zusammen gemacht haben, und hatte diesbezüglich noch einige Fragen, gerade was die Regieführung angeht. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, und das war auch, ich sag mal, die Initialzündung für diesen Workshop, weil ich wirklich dachte, Mensch, das ist ein interessantes Thema, was man garantiert noch vertiefen kann, aber ich wollte es jetzt erstmal so
ich sag mal, auf dem Level belassen, weil sonst wird es vielleicht echt ein bisschen zu kompliziert. Aber er hat auf jeden Fall Fragen gestellt, die ich beantworten möchte. Und ich fand die Fragen eigentlich ganz gut, weil sie sich auch mit dem decken, was ich euch bis jetzt so halt erzählt habe. Die Fragen basieren von Marius darauf, dass man die Situation hat, man hat die Einzelaufnahme und die Regie übernimmt quasi den Sprechpart von dem Dialogpartner. Kommen wir also nun zu den Fragen von Marius und ich gebe die einfach jetzt in verkürzter Form wieder, damit es ein bisschen einfacher ist. Frage Nummer 1 war, wie aktiviert man das Schauspiel bei der Einzelaufnahme? Hier ist es natürlich wichtig, dass, wie ich anfangs sagte, dass einfach die Regie genau weiß, was macht diesen Charakter aus, was ist die Motivation und was sind die Eigenschaften. Und das muss er auch wirklich dann der Cast einfach oder der Cast einfach nahe bringen und erklären können. Das setzt natürlich auch voraus, dass man sich in einen Charakter hineinversetzen kann und es auch vermitteln kann, was dieser Charakter, was die Motivation ist. Das heißt, die Regie muss natürlich die entsprechenden Impulse geben und dieses Schauspiel einfach von den Leuten einfordern, sie auch ermutigen, das zu machen, weil oft ist es so, dass die Schauspieler sich oder dass die Laiendarsteller sich nicht trauen, etwas wirklich so richtig zu acten, und da ist die Regie einfach gefordert, und das so ein bisschen rauszukitzeln. Im Zweifel macht ihr das einfach so, dass sie wirklich Satz für Satz aufnimmt und wirklich immer schaut, wie man da das Schauspiel am besten unterbringen kann. Deswegen ist es auch wichtig, wie ich am Anfang sagte, dass die Regie sich einfach auf das Gegenüber einstellen kann und so ein bisschen sensibel ist und entsprechend eingreifen kann. Die nächste Frage war von Marius, wie man so typische Geräusche in einem Dialog machen kann, wenn man zum Beispiel sich räuspert oder im Hintergrund murmelt. Wenn man doch eine Einzelaufnahme hat, dann fehlt das natürlich. Das ist auch natürlich wiederum Aufgabe der Regie, aber auch schon des Autors. Ich hätte euch empfohlen, wenn ihr ein Hörspielskript schreibt, sollten solche Sachen wie er räusperte sich oder murmelt im Hintergrund auf jeden Fall im Skript festgehalten werden, damit man das auch später beim Aufnehmen abarbeiten kann. Das würde bedeuten, man hat einen Dialogpartner und wenn der andere spricht, kommt dann zwischendurch einfach der Hinweis, man hört im Hintergrund, weiß ich nicht, seufzen, husten, murmeln, was auch immer. Das würde ich dann quasi bei der Aufnahme hinten dran hängen, damit der Cutter es einfacher hat, es später einfach reinzuschneiden. Es sollte aber, wie gesagt, auf jeden Fall schon im Skript mit drinstehen, damit auch der Regisseur weiß, ah, das muss ich von den Schauspielern einfordern. Die nächste Frage war, wie schafft man einen authentischen Dialog? Das ist natürlich nicht ganz so einfach, wenn man in der Einzelaufnahme ist. Hier hat man aber den Vorteil, dass man, wie gesagt, man kann auf den Einzelnen besser reagieren und die Regie muss auch wirklich das einfordern. Was motiviert jetzt den Charakter oder die Figur und warum reagiert sie so, wie sie reagiert? Und genau das muss der Regisseur ja an die Cast weitergeben können. Die Dynamik von einem Dialog, der entsteht ja später einfach im Schnitt. Wenn euch das interessiert, zu diesem Thema habe ich auch schon einen Workshop gemacht, verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Video-Caption. Die Regie muss natürlich das Ganze im Überblick haben. Das Problem ist, wenn ihr mehrere Leute einzeln aufnehmt, ist vielleicht der eine ist jetzt ein bisschen aggressiver und der andere antwortet darauf jetzt nicht so aggressiv, wo man sagt, das passt vielleicht nicht zusammen. Das ist die Aufgabe der Regie, bei der Aufnahme genau auf solche Details zu achten, sich auch daran zu erinnern und gegebenenfalls wirklich die Szene im Kopf zu rekonstruieren, wenn man schon mehrere Aufnahmen an verschiedenen Tagen mit verschiedenen Leuten gemacht hat und einfach sich daran zu erinnern, ja, der hat das jetzt so und so gemacht. Im Zweifel hört man sich das einfach vorher nochmal an und gibt dann die entsprechende konkrete Anweisung. Deswegen, ihr seht, es ist unheimlich wichtig und verantwortungsvoll, jemanden zu haben, der sowas auch wirklich beherrscht und auf jeden Fall machen möchte. Kommen wir dann zur letzten Frage von Marius, und zwar, wie man am besten die Tonaufnahmen separiert. Wir hatten ja gesagt, zu Beginn die Regie übernimmt den Gegenpart zum Einlesen und ich als Sprecher reagiere dann darauf mit meinem Take aus dem Skript. Wenn einer vorliest und ich antworte darauf, haben wir das eventuell auf der Aufnahme und das überschneidet sich und beim Cutten kriegt man das nicht mehr separiert. Deswegen haben wir jetzt das Problem, wie schaffen wir es, dass wir die Regieanweisung quasi separieren von der eigentlichen Aufnahme. Da gibt es natürlich einfach zwei einfache Möglichkeiten. Die einfachste ist, man hat eine Sprecherkabine, wo man die Anweisung quasi über Kopfhörer bekommt und damit ist sie nicht auf der Aufnahme.
Jetzt gehe ich aber mal einfach davon aus, dass ihr nicht einfach eine Sprecherkabine zu Hause habt. Heißt also, wir brauchen eine andere Lösung. Die nächste Lösung wäre natürlich, ihr nehmt einfach das Mikrofon, geht in einen separaten Raum und auch da kommt die Regieweisung beispielsweise über Skype, einfach über Kopfhörer und somit ist sie nicht auf der Aufnahme. Ihr müsst, wenn ihr keine Sprecherkabine habt, einfach den Abstand vergrößern zwischen der Aufnahme am Mikro und der Anweisung von dem Regisseur. Wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, einen separaten Raum zu benutzen, dann könnt ihr das auch so machen, dass ihr das Mikrofon einfach ein bisschen besser abschirmt. Ihr könnt zum Beispiel im Hintergrund, also hinter das Mikro, einfach so eine Art Wand aus Decken zum Beispiel bauen und damit würdet ihr die Anweisung ein bisschen abdämpfen, dass sie nicht so laut zu hören ist. Für euch ist sie natürlich gut zu hören, aber eben nicht fürs Mikro. Ein weiterer Tipp wäre zum Beispiel, lasst einfach eine kleine Pause zwischen der Anweisung und dem Take. So kann man später im Schnitt einfach die Anweisung rauscutten und man kann das wirklich ohne Probleme dann den Dialog dann zusammenfügen. Also wie gesagt, einfach eine kleine Lücke lassen, dann ist es später im Schnitt auch einfacher, diese Störgeräusche einfach rauszunehmen. Das war's auch schon wieder mit diesem kleinen Workshop. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch so ein bisschen was Neues über die Regieführung bei Hörspielproduktionen erzählen. Dann möchte ich mich natürlich noch einmal bei Marius bedanken, der mir die ganzen E-Mails geschrieben hatte und der mir auch die Fragen gestellt hatte. Und er ist ja quasi mitverantwortlich für diesen Workshop. Deswegen vielen Dank dafür. Und das motiviert mich auch weiterzumachen, weil wenn ihr Fragen habt, schreibt mir die einfach in die Kommentare oder fragt wie Marius einfach per Mail. Ich versuche wirklich eure Fragen zu beantworten oder sie in meine Videos mit zu verarbeiten. Finde ich auf jeden Fall sehr schön, dass so viele da mitmachen und dass ihr immer wieder dabei seid und meine Videos guckt. Und damit ihr meine Videos auf gar keinen Fall verpasst, solltet ihr auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren, natürlich auch die Glocke drücken, damit ihr keins meiner Videos verpasst. Dann bleibt mir am Ende nur noch wie immer zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.